Hallo und herzlich willkommen bei Portal Knights. Wir nehmen uns das nächste Tor vor. Nach Blau kommt Gelb. Und wir haben hier Prachtfell. Da wird nochmal alles erklärt. Invasionswirbel, Sternsteine und so weiter. Plünderer, Schatztruhen. Die Schatztruhen werden auch angezeigt, echt. Da muss ich mal drauf achten. Mir kam das nicht so vor beim letzten Mal. Aber ich habe auch gar nicht drauf geachtet. Es gibt ja für alles Symbole. Aber die Truhen habe ich jetzt echt nicht gesehen. Na gut. Schauen wir mal. So, gelbes Portal. Platz der verlorenen Stadt. Genau. Und verteidige den Sternstein. Da drüben ist das Portal. Da gehe ich doch gleich mal hin. Und ich sehe wirklich keine Truhe, kein Truhensymbol. Okay. Die Welle beginnt erst in einer halben Minute. Alles klar. Das müsste hier oben sein. Okay, genau hier oben. Da geht's los. Also Options Welle 1 gestartet. Aber das ist cool. Oh ja, das gibt es auch diese kleinen Schnapper. Gibt es dann auch in groß. Hier sind wirklich ganz coole Monster, muss ich sagen. Da oben ist eine Truhe. Die hole ich mir dann mal, wenn die Welle hier rum ist. Hier sieht man schon den Plünderer. Und der ist komplett unbeeindruckt von uns. Der möchte natürlich zum Stein. Die kämpfen auch nicht, die laufen einfach schnurstracks zu den Sternsteinen. Und ja, da haben wir Plünderer, die kleinen Schnapper. Die sind schon cool. Gibt es ja auch als Reiter, man sieht ja auch hier, ich habe ja hier unten so einen Reitskeletthund, der denen ja ähnlich ist. Und ja. Dann warten wir mal. Ah ja, da haben wir noch so einen Plünderer. Cool, ja. So. Ich habe jetzt gerade auf den Level geschaut, mache ich dann beim nächsten Angriff. Ich glaube, ich habe Level 12, sie war irgendwas zwischen 12 und 15. Auch nicht die Welt, ne? 14, ja, also. 14 haben die hier. Geht. Also, blaues Portal Level 4, gelbes 14 und grün 24. Okay, jetzt geht aber hier weiter. Ich guck mal nach der Truhe da drüben. So, mache ich mal so. Und holen wir den Schatz. Hier haben wir noch über eine Minute Zeit. Sehe ich schon mal von hier aus noch irgendwo einen? Nee. Na, die werden alle so versteckt sein. Okay, auf zur zweiten Welle. Ach ja, hier sind diese. Sturzflug Saurier, mit denen kann ich echt gar nichts anfangen und noch nie, alles was fliegt ist für meinen Krieger wirklich die Hölle. Ich habe ja auch keine Notwechsel zur Verleihung, nur als Magier, Saurier. Sehr schön. Schade, dass es keine Items gibt, ne? Da können wir gut Items farmen bei solchen Aktionen hier. Zum Beispiel die Drachenschuppen, dann die Kriegersaurier, Magiersaurier. Okay. Welle 2 von 5 immer noch. Den ist der Stein. Jetzt wollte ich mal gucken, ob ich irgendwas abbauen kann. Ich glaube aber auch nicht. Da hat man noch so einen Skelettmagier. Nee, man kann hier in der Welt nichts abbauen. Okay.
Muss ja auch nicht sein. Wäre aber schön gewesen. So, hier haben wir die fliegenden Bomber-Mini-Drache. So, das ist fertig. Jetzt zum nächsten Tor. Das ist da drüben. Da ist nichts. Ja, die werden alle oben versteckt sein, die ganzen Drohnen. Ich gehe mal davon aus, von da unten kommen die jetzt. Okay. Ach ja. Ne, die sind von da oben kommen die. Ah, dann komme ich da jetzt wieder hoch. Mist. Das hätte ich jetzt fast verkehrt gemacht. So, also wir starten mal die Welle. Dann sehe ich auch, von wo die... Ah ja, hier sind wir ja richtig. So Leute. Genau, hier oben. Und die Truhen, die sind wirklich gut versteckt, ne? So, da kommen Plünderer. Und unsere lieben Freunde hier. Ich muss mal rüber, ich glaube, das ist in... Es sind nicht immer dieselben Tore. Das ist eine willkürliche Reihenfolge, kann ich mir gut vorstellen. Aber spätestens in der letzten Welt werde ich es dann genauer sehen. Welle 3 haben wir. Okay. Da ist auch nichts. Da muss man schon genau gucken. Wahrscheinlich auch in den Häusern drin. Wenn man die ganzen Kisten haben möchte. Markesaurier. Bam. Und ja. Bomberfreunde hier. Sturzflug Mini-Drache. Riesen. Aber okay. So, der nächste Blunderer. Bam. Sehr schön. Ja, da mal. Sturzflug mit Drache. Und das. Und weg. Und weg damit. Also zum nächsten Tor. Das ist da unten. Genau, nice. Dann wollen wir das Ganze mal starten. Welle 4 von 5. Das ist auch ganz gut hier. Ich denke, die letzten beiden Wellen finden hier unten statt. Dann hätten wir... Und von da vorne kommt dann... der Boss. Wenn die letzten beiden Wellen hier unten sind, dann hat es natürlich die Tore immer gleich. Ah, komm, bleib hier. So, ich sage ja, die, denen ist es völlig egal, die laufen da auch durch. Okay. Das sind schon die nächsten. Jetzt habe ich auch ein Wackerlicht im Stein. Also man hat da echt viel Zeit. Welle 4 von 5. So, das heißt, wieder warten. Ah ja. Plünderer. Und wir haben hier noch einen gefrorenen Knopf. Okay.
gefrorene Knochen, hatten wir auch schon zerfallene Knochen. Da noch ein Plünderer. Sehr cool auf jeden Fall. Und jetzt müssten wir langsam am Ende sein von der Welle 4. Oh ja, das ist doch so einer. Zersetzte Knochen heißen sie. Genau, die können teleportieren. Da haben wir die beiden Sturzflug-Mini-Drachen. Die sind so nervig. Das sind aber auch die einzigen, die immer nervig sind. So, fertig. Jetzt kommt, ja, das fünfte ist hier auch. Können wir gleich die Welle starten. Sehr cool. Wir sehen schon, da drüben ist das Turm der Krone. Da kommt dann der Bosskampf. Schnapper. Der Welt der Schakalmeister, das ist unser Endgegner. Und der Krieg ist ein Magier da hinten, feiner Zauberer, können wir aber einfach so platt machen. Ich denke sogar, ich weiß es gar nicht, diese Magier, die konnte man doch nur mit Lichtschaden besiegen. Und meine Waffe hat ja sowieso Lichtschaden. Ich weiß gar nicht, wie es mit anderen Waffen ist, die dann dagegen immun sind. Das wäre natürlich mal eine Sache, die man rausfinden müsste. Aber ich denke mal nicht, dass es so ist. Hier gibt es viele Vorteile für den anderen Magier zum Beispiel. Mit dem Endgegner dann in der nächsten Runde. Der ist auch harmloser als in Wirklichkeit. Oh ja, da ist er. Die Frauen sind noch cool geschissen. So, das ging jetzt auch schnell. Ein Heiler, okay. Jetzt. Ah, die müssen wir natürlich noch mit einsammeln, ne? Ist klar. Der Boss nähert sich, alles klar. Kommt er schon rausgewatschelt. Unser Karlmeister. Ist auch kleiner, ne? Als der Typ. Oh, einen Reittiger habe ich bekommen. Cool. Beim letzten Mal war es ein Hirsch. Jetzt ist es ein Tiger. Coole Sache. Und hier, ja, alle Plünderer, alle Begleiter, eine Truhe, keine Tote. Sehr gut, so wollten wir es haben. Jetzt geht's zurück. Da können wir natürlich nochmal mit Wildheuler hier reden. Ja, du wirst schnell zum Fellvolk-Fan-Favoriten. Es wird gemungelt, dein Gesicht schlug bereits Weizenflockenpackungen. Okay. Hört sich gut an. Ja, das Feldvolk arbeitet zwar immer noch in der Tempel Min, aber es war nie ein sicherer Ort. Unsere Feinde weigern sich, sie aufzugeben. Während der Verteidigung der Sternsteine gehen die Minenarbeiter in Urlaub und wir stellen zwei Sternsteine für eine noch größere Herausforderung hin. Okay. Kein Problem. Ja. Das machen wir dann natürlich im nächsten Teil. Ist da oben das grüne Portal, das letzte. Und ja, machen wir dann im nächsten Teil. Bis dann wünsche ich euch was. Macht's gut.